Was geht ab? Yes, ist am Start für euch. Whoop, whoop, Snoop Doggy Dogg ist in the house. Wir haben ab dem 22. April 6 neue Tarnungen, so als Legend Pack für 3,99 €, 2 neue Voice Packs, einmal mit Snoop Dogg und ein Drill Instructor. Also wenn ihr euch von denen eine holt zum Beispiel, hört ihr sie im Spiel sprechen, was Snoop Dogg sagt und so weiter. Habe ich alles auf meiner Facebook-Seite gepostet, könnt ihr mal reinschauen. Also was Snoop Dogg sagt und so weiter, könnt ihr alles auf meiner Facebook-Seite sehen. Und der Drill Instructor, also ich denke mal, er wird sowas sagen, gib nicht auf, du Schlappschwanz, beweg deinen Arsch und so weiter. Ich muss sagen, mir gefällt die Sache auf jeden Fall ganz gut. Und richtig gut gefällt mir auch diese Sache mit diesen neuen Extinction-Sachen da, also diese drei neuen Charakter für den Extinction-Modus, finde ich auch ganz cool, auch wenn ich das nicht so oft zocke. Dann gibt es noch das klassische Ghost-Pack mit Maske, Hintergrund und so weiter, was es ja schon für die Season-Pass-Besitzer gab. Aber was natürlich der Burner ist, sind natürlich die 6 neuen Tarnungen, da sind ein paar richtig coole dabei und am besten besprechen wir die jetzt mal. Als erstes hätten wir die Eyeballs-Tarnung. Wie der Name schon sagt, ist die Tarnung mit rausgerissenen Augäpfeln bestückt. Bei uns gab es damals so eine Sache zu kaufen, also als Witz gedacht, mit Glibberaugen, die man so werfen konnte und so weiter. Und die dann kleben blieben an der Wand oder woran man die herangeschmissen hat. War eine ganz witzige Sache, aber keine Ahnung, ob es das heute noch gibt. Als nächstes hätten wir dann die Hanftarnung. Die habt ihr ja schon gesehen, also in eins meiner Videos, unter geheime Tarnung natürlich zu finden, in meiner Playlist. Ist Tarnung. Dann gibt es natürlich noch die 1987er Tarnung, total bunt gehalten und soll so ein bisschen an die verrückten 80er Jahre erinnern, wo sie ja alle mit den bunten Klamotten rumgelaufen sind. Auf jeden Fall denke ich mal, dass diese Tarnung bestimmt ein Kauf wert wäre und dass sie bestimmt ganz cool aussieht auf den Waffen, so ganz bunt gehalten. Gehen wir auch gleich weiter zur Heartlands Tarnung. So richtig sehen kann ich die Tarnung nicht, also was das für eine Tarnung sein soll. Auf jeden Fall ist sie so ein bisschen orange, hellblau und gelb gehalten. Ein paar Muster sind da drauf auch zu sehen. Aber wie gesagt, wenn jemand sich die Tarnung am 22. April für Xbox kaufen sollte, kann er mir gerne eine persönliche Nachricht schreiben und so weiter. Dann kann er mir das hochladen auf seinen Channel. Dann nehme ich die ganze Sache auf oder kopiere sie mir rüber oder so. Und dann werde ich ihn natürlich auch verlinken. Die ganze Sache, den kann ich euch Abonnenten das noch ein bisschen besser zeigen. Also falls ihr sowas habt und auf der Xbox zockt und das ein bisschen aufnehmen könnt, schreibt mir eine Nachricht, dann werde ich das Ganze bringen auf meinen Channel. So, also ganz fertig sind wir ja noch nicht. Wir hätten dann noch 2 Tarnungen. Die nächste Tarnung wäre die Hex-Tarnung. Ich glaube, mit Hexen hat die ganze Sache eher weniger zu tun. Persönlich finde ich die auch eher hässlich gehalten. Also so eine stinknormale Ami-Look. Tarnung so in grau-schwarz gehalten, mit mehreren Punkten geschmückt, um in Wäldern natürlich noch ein bisschen besseren Tarnungseffekt zu erreichen. Aber wo spielen wir hier in Ghost schon in Wäldern? Das Einzige, was wir hier sehen, ist Gras und so weiter. Auf jeden Fall als letzte Tarnung hätten wir die Molten-Tarnung. Ist fast ganz in schwarz gehalten und mit gelben. Ich weiß nicht, ob das Blitze sein sollen. Also ist so ein bisschen damit verziert worden, also mit diesen gelben Blitzen, falls das Blitze sein sollen. Aber wie gesagt, ich nehme gerne Videos von euch an, wenn sie natürlich hochwertig sind. Und wenn ihr natürlich alle Tarnungen habt, ich brauche nicht nur eine Tarnung, die ich euch zeige. Wenn, dann müsst ihr mir schon alle Tarnungen aufnehmen. Und dass ich euch verlinken kann. Auf jeden Fall würde ich mich darüber freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Yes ist am Start für euch. Ich hoffe auch, das Video hat euch gefallen. Und ihr könnt gerne ein Abo dalassen, falls ihr weitere News und Gameplays wollt rund um COD. Also checkt ruhig mal Snoop Dogg auf meiner Facebook-Seite aus, was der so alles redet. Und zum Schluss bringe ich noch so einen kleinen Reim. Checkt Snoop Dogg auf meiner Facebook-Seite aus. Ich bin raus. Bis dann. Haut rein.